Hallo und willkommen zu einem etwas anderen Game, und zwar Avon Colony. Habe ich schon seit Ewigkeiten in meinem Steam-Bibliothek und ich dachte mir, wir gucken uns das Ding einfach mal an. Wenn dir das Video gefallen sollte, lass eine Bewertung da und vergiss nicht zu abonnieren. Und falls das genug Resonanz hat, spiele ich das vielleicht auch weiter. Aber jetzt gehen wir erstmal in Open World rein und wir beginnen einfach mal, ich weiß gar nicht. Cooler Planet hier so. So auf Vanar vielleicht. Jetzt können wir uns noch einen aussuchen, der irgendwie cool ist. Vielleicht hier so ein Wissenschaftler oder dass die Leute länger gesund bleiben. Wir nehmen einfach mal ihn hier. Also wer es nicht kennt, wir sind jetzt dran, eine Kolonie zu bauen auf einen fremden Planeten und können dafür die eingesetzten Gebäude benutzen. Ich kann noch nicht alles, ich habe schon mal gespielt, aber wir schauen uns jetzt einfach nochmal an und gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Das ist jetzt unser Hauptgebäude. Da ist das Lebenserhaltungsmodul, da haben wir das Solarpanel für Strom. Hier ist das Baudrohnen, der Baudrohnen-Knotenpunkt, da arbeiten die Leute drin. Und hier müssen eigentlich Lagermodule, Solarmodule, alles sehr kleine Module sein. Okay, hier ist ein Luftmodul wahrscheinlich, ne? Genau, Sauerstoffregelungsmodul. Und da ist einer unserer Kolonisten. Bill Cohn. Bruder von Balkon. Okay, der war doof. So, wir kümmern uns jetzt mal darum, dass wir Nahrung bekommen, mehr Strom und vor allen Dingen Rohstoffe. Ich glaube, hier ist eine Mine. Eisen vorkommen, weil wenn ihr keine Nanit mehr habt, damit baut ihr quasi, dann passiert einfach mal nichts mehr. Und vor allen Dingen auch einen coolen Stromlieferanten. Da ist ein Geothermalknoten, da gehen wir jetzt einfach mal drauf. So, muss mit der Kolonie verbunden sein, sonst geht's nicht. Dann gehen wir her und bauen da hinten jetzt mal eine geile Mine hin. Mine? Kein Lager, Mann. Ah, Bergbaugebäude. Und den Nanitenprozessoren. Stellt Naniten aus Eisen, Kupfer oder Kelkoschlamm her. Da wir hier eine Mine haben, machen wir daneben jetzt einfach mal das Ding. Und was wir auch noch machen wollen, wäre vielleicht noch ein weiterer Baudrohnen-Knotenpunkt, dass mehr Leute hier bauen können. Baudrohnen-Knotenpunkt. Ah, ich komme noch nicht ganz zurecht hier mit den Dingern. Ah. Können wir eigentlich direkt neben die Mine machen. Da ist unsere Range größer. Vielleicht dahin. Und dann brauchen wir noch erstmal einen Gang dahin. Oh, was ist da los? Geothermaler Generator, man nimmt keine Arbeiter. Warum nicht? Achso, weil da... Ja. Hauptsache erstmal meckern oder was? Okay, jetzt übernimmt der Arbeiter. Strom haben wir zu Genüge. Geothermalgenerator läuft. Nahrung geht gerade runter. Wasser auch. Das machen wir nach unserem Nanitenabteil hier. Weil die Naniten sind echt sehr wichtig. Genau, mach alles in der Reihenfolge. GG. So, und jetzt sollten eigentlich hier ein bisschen Plus entstehen. Hoffentlich. Sobald die Leute... Ja, plus 0,2 geht ja mega ab. So, ein paar Kolonisten noch am Start. So ein Habitat. Und da sieht man auch überall, wo die Leute arbeiten gehen nachher. Und die Wege sind halt dafür da, damit die da schneller hinkommen. Das ist auf jeden Fall ein cooleres Habitat als manch anderes Ding hier. Und jetzt arbeiten sogar beide Drohnen da dran. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Nahrung am besten. Einfach mal so ein geiles Gewächshaus. Bei den Farmen müsst ihr gucken, es gibt auch normale Farmen. Allerdings sind die dann so, dass die im Winter nichts produzieren, was halt mega blöd wäre. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Da haben wir 0,5. Strom haben wir. Bevölkerung, alles cool. Nahrung mache ich gerade. Und dann braucht man noch Wasser. Wasser wäre demnach Wasserextraktionsgebäude. Einmal ein atmosphärischer Kondensator oder eine Wasserpumpe. Ich glaube, eine Wasserpumpe lohnt sich eher, oder? Ach, geht das gar nicht mit dem Ding hier? Ja, dann. Wie viel Energie macht er denn? 20 Naniten für den Bau. Mist. 9 Naniten. Extrahiert unterirdisch Wasser, um ein Auffüllen des Inventars der Kolonie mit Wasser zu verhindern. Ach so. Pumpen nur, wenn Bürger Wasser brauchen. Machen wir doch mal, oder? Da, wo es dunkelblau ist, hier. So, dann nochmal einen Gang dahin und schon haben wir alles verbunden. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal warten, bis Naniten da sind.
Und ich hoffe, der Rest funktioniert jetzt auch. Mit der Nahrung machen wir nur noch minus 0,4. So, die ganzen Dinger sind eingepackt. 10 Naniten haben wir wieder. Perfekt. So, Verteidigungsgebäude gibt's auch. Mich hat noch niemand angegriffen. Zum Glück, sage ich dann. Nur zum Glück. Luftsysteme. O2 haben wir genug. Lager ist auch noch nicht voll. Technologie. Dienstleistungsgebäude. Bekämpft die Pest durch Sprühen von Chemikalien in benachbarten Tunneln. Aha. Ich glaube, haben wir auch noch nicht das Problem hier, ne? Okay, wir lassen mal ganz kurz laufen. Aber warum haben wir denn hier noch kein Plus? Aber man kann sogar auswählen, was man nimmt. Essbare Qualität 100%. Wir machen einfach nochmal so eine Mine. So ein Gewächshaus. Da brauchen wir allerdings 22 Naniten. Ich lass mal durchballern. 15. Da, 16 Naniten im Inventar. Ein Gebäude Abbau von Metall. Ein Gebäude Umwandlung in Naniten. Da ist jetzt die Frage, wie so ein Verhältnis ist, wie viel der abbaut und der andere umwandelt, ne? So, die Eisenmine macht 0,3 pro Stunde. Ah, der könnte 3 von den Dingern. Kann ich hier die Stufen nicht erhöhen? Stufe 2. Das ist ja mega schön, dass man das sieht. Und Stufe 3. Damit soll die Bergbaurate maximiert worden sein von dem Ding hier. Oder auch nicht. Immer nur 33%. Okay, kriegen wir hin. Oh nein, das ist ja irgendwann leer. Was ist das denn? It's time for referendum election. Die Bürger werden am Ende der Jahreszeit Winter wählen. Du erhältst zu Beginn der Jahreszeit Umfrageergebnisse. Achso, ich muss eine Mehrheit an Stimmen haben. Okay, geil. Gleich einfach so gekündigt. So. Ich sehe mich schon gleich. Okay, wir sind im Plus. Hoffentlich. Ja, warte, ich mach doch mehr Essen. Direkt Stufe 2 bauen hier. Guck. Essen für alle. Ich bin doch ein Profi, glaube ich. Jetzt haben wir sogar plus 2 Essen. Das ist doch mal eine richtig gute Rate. Was mal unser Wasser? Warte auf Drohnen. Ich glaube, selbst Wasser brauchen wir. Wie viel Essen essen die denn? Ich mache hier mal Mais rein. Ah, da steht sogar die Produktion auf dem Standort. Gut, dass sie dahinter ist. Man kann die echt gut erkennen. Dankeschön, Spiel. So, ein bisschen Mais hier noch am Start. Immer noch sehr wenig. Wasser nimmt gerade ein bisschen zu, allerdings immer noch wenig. Oh oh. 90% der Stimmen. Du benötigst die Mehrheit. Ja, habe ich doch noch, oder? Ich habe noch die Mehrheit. Warte, ich bringe euch Wasser. Das war voll gut. Oh. Für Wasser wollen wir noch Naniten. Ah, das ist aber jetzt schlecht. Meine erste Mini-Kolonie, alles kaputt. Winterwarnung. Die Saat der Farm wird nicht wachsen. Gewächshäuser werden nur 50% der Nahrung produzieren. Alle Solaranlagen nur 50% Strom. Gut, dass wir Geothermalgeneratoren haben. Beziehungsweise ein. Sind immer gerne genommen, auch in Minecraft zum Beispiel. Ansauglüfter. Ja, ich habe doch 68% immer noch. Warum schimpfen die denn immer mit mir? Ich mach doch schon. Ah, da ist die Luftqualität. Brauchen wir jetzt nicht. Was haben wir hier noch? Bau- und Verarbeitungsgebäude. Das sind die Nanitenprozessoren. Die haben wir alle fertig. Hier sind nochmal Wassergebäude. Nicht mit Kolonie verbunden. Wir machen nochmal so einen Extractor hier.
Genau, baller den da mal raus. Und dann machen wir hier nochmal noch eine Farm oder so. Funktioniert nicht im Winter bei gefrorenem Boden. Ja, dann kann ich jetzt eh vergessen. Wir haben gerade Winter. Aber glaube ich nicht lange mehr. Und fertig. Kann man auch noch alles einstellen, ne? Die pumpt aber auch nicht immer, die Anlage. Total komisch. Ihr seht schon, Profi am Werk, ne? Damit kann man ganz gut ein Spiel vorstellen, auf jeden Fall. Obwohl, ist ja eigentlich nur ausprobieren, ne? Was passiert, wenn man so ein Spiel einfach ohne Tutorial anfängt? Was super lange schon her ist. Oh, oh. Sie sind gleich alle verhungert. Wie lange ist denn noch Winter? Kann ich mal fragen. Ja, Referendum gewonnen. Gut, dass sie noch ein bisschen Brot hatten. Okay, ich brauche 31 Naniten. Bis dahin sind ja alle tot. Komm, wir machen mal hier so ein Feld hin. Ich mache mal hier so ein paar Felder hin. Lässt das einfach, was wir brauchen. Einfach so ein richtig cooles Feld. Pass auf, der macht die Felder jetzt einfach da drum. Aufrüsten. Wir müssen, glaube ich... Also wir können nicht in den Gewächshäusern bleiben. Aufheben, Drohne gerufen. Achso, da sind Naniten drin. Ach du Heiliger, kann ja richtig fett bauen jetzt. Okay, geht los. Farmstufe 3. Noch eine Kachel. Nice. Kann man den auch auf... Der ist schon oben. Nahrung haben wir jetzt. Wasser geht immer noch runter. Ich erhöhe hier einfach mal. Ah, jetzt ballert, ne? Jetzt ballert einfach, sehr gut. Und wir können noch ein großes Lager bauen, gerade für Nahrung und so ein Kram. Schiffe und Fahrzeuge. Oh, ein Zuwanderungszentrum. Da kommen dann immer neue Kolonisten, die noch mehr essen wollen und noch mehr hier wohnen wollen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wir erhöhen jetzt mal. Ein Hauptweg in der Mitte. Ich denke mal, der ist okay, oder? Hauptweg in der Mitte ist Taco. Und eigentlich bräuchten wir mal irgendwo noch mehr Naniten. Da ist noch was. Oh, ein Vogelschwarm. Winterwarnung. Der Winter is coming. So, da kommt einfach keine Drohne hin. Alles klar. Das ist nichts. Das sind nur Steine. Hier sind überall noch Pakete abgesprungen. Da ist noch Eisen. Da können wir theoretisch auch hinbauen, ne? Brauche ich mal nur ein paar Drohnen da drüben. Das ist aber echt gemein, dass man immer so viel gucken muss, so mit Abbauen und so, dass man in der Range ist, sonst kommt man da gar nicht hin. Alles ist vereist. Wie hieß nochmal das Spiel, wo in der Mitte so eine Stadt ist? Auch im Winter. Komm jetzt gerade nicht drauf, vielleicht wäre das auch was. Ah, gut, jetzt kommen noch Stürme. Ich freue mich. Ein paar Blitze am Start, aber ist gut. Ja, stimmt, wir bekommen jetzt gerade wieder mehr Einwohner, ne? Was aber gar keinen Sinn, ehrlich gesagt, macht, wenn ich keine Arbeit für die habe. Obwohl, wir wohnen ja auch kaum welche. In dem einen wohnen 36. Und wir hätten es auch einfach aufrüsten können. Oh, das wäre jetzt so blöd einfach. Kann ich das zerstören? Bestimmt, oder? Hier recyceln. Haben wir zumindest ein paar wiederbekommen und die können da ganz gerne rüber. Krise festgestellt? Wo ist jetzt das Problem? Sind doch alle zufrieden. Aber wir können ja mal vielleicht so ein Artefakt-Sicherungseinheit... Achso, wir haben noch keine Artefakte. Okay.
Hier vielleicht, Dienstleistung. Bar und Grill. Boah, wie cool ist das denn? Moral, Gesundheit und Produktivität deiner Kolonisten kann verändert werden. Und Bar und Grill. Erfordert 8 Energie, nicht mit Kolonie verbunden. Bauen wir mal hier rein. Das ist voll im Zentrum. Das ist ja mega cool. Okay, jetzt haben wir gleich Bar und Grill in unserer Anlage. Und wir machen plus Nahrung. Perfekt. Ich glaube, so ist gerade gut. Gut ausgeglichen. Windturbine gibt es halt noch. Brauchen wir nicht. Ach genau, ein Mini-Lagerhalle und eine große Lagerhalle. Wie kann ich denn mehr Naniten abbauen? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich brauche doch mehr Naniten. Also hier gibt es wahrscheinlich noch mehr Quellen, aber ich sehe sie halt einfach nicht. Ah, hier, da ist Kupfer. Kupfervorkommen. Das ist doch relativ nah dran. Boah, vor weit weg. Oh nein, Pause. Mach Pause, schnell. Abbrechen. Gibt bestimmt auch noch eine Schnelltaste dafür. So, Weg einfach nach unten. Oh, da kommt keine Drohne hin. Schon wieder Nahrung oder was? Kommt mir doch nicht so. Ich hab doch immer voll viel Essen für euch. Ich kümmere mich doch um euch. Oder nicht? 10 Naniten? Ey, kann jetzt mal einer 10 Naniten bitte sammeln? Wäre super geil. Unsere Range vergrößern. Dann können wir da eine neue Mine hinmachen. Dann kriegen wir noch mehr Naniten hoffentlich. Da. Ja. Dann können wir da eine Mine hinbauen. Kommt her, mehr Naniten. Wie toll ist eigentlich so ein Gang? 2 Naniten, okay, cool. Und noch, und jetzt nur noch eine Mine. Wo ist die? Vielleicht hätten wir auch einfach eine größere Mine bauen sollen. Obwohl, da ist glaube ich schon eine drauf, die Effizienz 2 hat. Ne? Deswegen ist das relativ egal. Also gucken wir mal ganz kurz wegen den Bergbaudingern. Und wir brauchen noch 15 Naniten für ein Gebäude. Und danach können wir eigentlich noch eine Farm bauen. Ich habe das Gefühl, wir bauen nur noch Farmen. Oder sollten wir auch jetzt Farmen bauen, weil wir haben echt kein Essen mehr. Farmstufe 3. Ja, gib ihm. Wenn der Winter weg ist, können wir eventuell überleben noch. Oh nein, bitte. Bitte Winter, geh vorbei. Warum baut er die denn so random hier hin? Oh oh. Bitte Winter. Bleib nicht kaputt. Hier, er fordert 10 Energie. So, jetzt haben wir mehr Naniten, hoffentlich. Oh nein, die Bürger wieder. Energie unzureichend. Jetzt bricht alles zusammen. Scheint ja so ein Kreislauf. So, die Leute können nicht mehr arbeiten, weil sie keine Hunger, weil sie nichts zu essen haben, sind zu schwach und dann geht einfach Energie aus. Moral geht gerade hardcore nach unten, aber ist klar, ne? Guckt euch. Oh nein! Warum? Oh oh. Ich weiß, ihr braucht Energie. Ich kann euch Energie geben, aber ihr müsst arbeiten gehen. Bitte! Ich mach das mal weg. Das ist ja schlimm. Oh, und das Referendum, okay. Ne, ich glaube, ich bin durch. Abschalten. Da wir weniger Leute haben. Achso, warte mal, geht das?
Oh nein, schon wieder Winter. 7%. Ja, so wird's auch leider nichts, ne? Okay, an meiner ersten Elfenkolonie bin ich hart gescheitert. Überall ist Alarm. Keiner kann mehr arbeiten. Ach krass, ich hätte auch hier einfach aufrüsten können. Recyceln geht nicht, ich kann nur sprengen. Okay. Alle Kolonisten sind tot. Ja, das war eine kurze, aber schnelle Runde. Sind halt alle verhungert jetzt. Gut, kann man nichts machen. Ein bisschen Essen auf einem anderen Planeten, kann man sich ja mal drum kümmern. Aber die sollen sich auch nicht so anstellen, weißt du? Also haut da rein und bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Spiel. Schreibt ganz gerne mal tolle Aufbauspiele rein, die man sich mal angucken sollte. Für den einen Tag in der Woche. Vielleicht. Tschüss!